Und es ist gar nicht so spektakulär. Also, was ich so sagen kann, hör auf, da irgendwo zu suchen oder in irgendwelchen Konzepten zu suchen. Es ist in dir. Und der erste Schritt ist einfach da zu sagen, okay, ne, ich höre auf, im Außen zu suchen. Und dann ist es wirklich ein Gebet, sowas wie ein Gebet auszusprechen. Ich kann es in mir noch nicht sehen. Bitte gebt mir ein Zeichen. Was ist es denn? Ja, und dann kommen so Sachen raus. Was hast du denn als Kind total gern gemacht? Wo sind die Augenblicke, wo du zeitlos bist? Das war mir zum Beispiel mit den Pferden. Wie oft ich mich da verhudel, weil da sind 2 Stunden um und ich merke es nicht. Ja, oder wenn ich im Garten arbeite. Ganz einfach. Es ist ganz Es ist im einfach. Grunde aber auch wieder diese Erdung und diese Naturverbundenheit, die eben auch die Genau. Wurzeln wieder kreiert. Das ist der Witz, dass es so einfach ist, dass der Verstand das nicht glauben kann, dass es so einfach ist. Dann wirklich, wirklich entdeckt habe, ja, ich habe, also zum Beispiel jetzt von der Berufung her, ne, ich habe immer, oder viele haben auch gesagt, wow, du hast das Potenzial, geh nach außen, mach einen Online-Kurs, mach dich in die volle Selbstständigkeit. Und ich habe bei mir immer lange daran, wirklich Jahre daran gearbeitet, was stimmt mit mir nicht, dass ich diesen Schritt nicht tue. Und es war nichts falsch an mir, sondern der Weg ist, arbeite mit den Menschen mit Behinderung. Also aus dem Angestelltenverhältnis raus. Da ist der Punkt, wo du deine Berufung am effektivsten, am sinnbringendsten leben kannst. Und darum geht es.